Den Tierpark Cottbus gibt es jetzt schon seit 64 Jahren. Über die Jahrzehnte kamen immer wieder neue Attraktionen und Tiere hinzu. Der Park wuchs stetig und damit auch seine Attraktivität. Heute ist der Cottbuser Tierpark beliebter denn je. 2017 lockte er mehr als 150.000 Besucher an. Das sind 26.000 mehr als noch vor 15 Jahren. Das alltägliche Geschäft brummt also. Aber trotzdem gibt es Baustellen, die sich seit Jahrzehnten aufschieben. Jens Kämmerling ist hier seit 16 Jahren der Tierparkdirektor. Er weiß, wo man ansetzen muss und dass sich vieles nicht mehr viel länger aufschieben lässt. Also sind eigentlich zwei oder drei Dinge, die dort eine Rolle spielen. Einmal war die gesamte Bausubstanz in den letzten Jahrzehnten immer recht schlecht und an größeren Investitionen oder größeren Werterhaltmaßnahmen wurde eben wenig oder zu wenig gemacht. Das sind auch Infrastruktursachen wie Abwasserleitungen, Wasserleitungen und ähnliche Sachen. Und dort sind wir in der Tat auf öffentliche Gelder angewiesen, wo wir auch eine gewisse Kontinuität und auch eine Planbarkeit brauchen. Also es geht nicht um Einzelprojekte, wo wir jetzt in zwei Jahren auf ein bestimmtes Ziel hin sammeln, sondern wir müssen eigentlich die grundlegenden Sachen besser in Ordnung halten. Jens Kämmerling und seine Mitarbeiter sind aktuell dabei, einen 10-Jahres-Plan auszuarbeiten. Stück für Stück sollen so die offenen Baustellen angegangen werden. Insgesamt umfasst der Plan Projekte in einem Umfang von über 14 Millionen Euro. Ein Projekt wird das Elefantenhaus sein. Die Außenanlage ist laut Jens Kämmerling schon jetzt eine der besten Deutschlands. Das Nacht- und Winterquartier hat aber dringenden Sanierungsbedarf. Also unsere Elefanten, die jüngere wird dieses Jahr 50, sind also schon ganz viele Jahre hier, sind ganz wichtige Tiere für uns. Aber 50 ist halt nicht mehr ganz jung. Und den älter werdenden Elefantendamen fällt es doch im Winter zunehmend schwerer, sich im Stall entsprechend zu bewegen. Und deswegen muss hier im Elefantenstall, im Elefantenhaus was passieren. Wir wollen erweitern, dass wir mehr Optionen für unsere Tiere haben. Aber natürlich gucken wir auch ein bisschen in die Zukunft, wie geht es weiter, dass dann der ein oder andere neue Elefant auch mal kommen kann. Dafür brauchen wir andere Bedingungen. Dieses Haus, wie wir es jetzt haben, können wir keinen neuen Elefanten einstallen. Handlungsbedarf besteht auch bei den Pinguinen. Die Tiere fühlen sich zwar wohl, aber auch hier ist das Gehege in die Jahre gekommen. Man sieht an dem Jungvogel hier, der noch nicht so ausgefärbt ist, dass wir eine sehr erfolgreiche Pinguin-Zuchtgruppe hier haben. Wir haben also jedes Jahr Pinguin-Nachwuchs. Die brüten hier in den Felswänden in bestimmten Höhlen. Aber man sieht natürlich auch, ja, es gibt noch was. Man sieht natürlich auch, dass das Becken von der Größe her nicht das ist, was wir uns heute vorstellen. Wir würden gerne mehr Platz für die Pinguine haben und wir würden heutzutage auch mit Wassertechnik uns mehr wünschen, dass wir saureres Wasser haben. Es wird ein- bis zweimal in der Woche gereinigt und erneuert, aber gerade im Sommer sind dann auch die Sichttiefen für die Besucher nicht so das, was wir uns heute vorstellen. Und unabhängig von Größe und Wassertechnik sieht man auch, dass das Becken in die Jahre gekommen ist. An den ein oder anderen Stellen sind schon Risse im Beton, die zwar noch abzudichten sind, aber nach und nach irgendwann doch eine grundlegende Erneuerung oder Reparatur notwendig machen. In vielen Bereichen des Tierparks ist die Lage zwar nicht dramatisch, aber auf längere Sicht muss saniert werden. Dazu kommt unter anderem eine Erneuerung der Wasser- und Elektrowege. Wie die finanziellen Mittel dafür beschafft werden sollen, wird aktuell geplant. Die Besucher können nach wie vor die über 1000 Tiere bestaunen und sich in den nächsten Jahren immer wieder auf neue Attraktionen freuen.